Leute, Topfen in Quarantäne. Keine Panik, wir haben noch keine. Kann sich ja ganz schlagartig ändern. Aber das Video läuft jetzt unter dem Motto. Und, Moment, ich stelle mal schnell weg. Genauso wie es in den Bereich Kitchen Time fällt. Ja, viele arme Schweine, sage ich jetzt, sind wahrscheinlich schon in Quarantäne und freuen sich über ein Küchenvideo. Bei dem Topf der K4-Form ist es doch kackegal, ob die Hitze vom Grill kommt, vom Gasgrill, vom was weiß ich Grill oder einfach aus dem Backofen. Und deswegen Topfen in Quarantäne. Ja, warum nicht? Was machen wir heute? Wir machen heute einen Hackbraten mediterran gewürzt. Ja, könnte gerade noch so ausreichen. Und mit einem Pizzakern. Hackbraten mediterran gewürzt mit Pizzakern. Genau, so nennen wir das Video. Und da drüben schauen wir uns jetzt die Zutaten an für einen Pizzakern. Den mache ich ganz einfach. Ist gar nicht viel. Und gehen wir rüber, schauen wir uns erstmal den Kern oder die Kernfüllung an. Da haben wir unsere Zutaten für die Kernfüllung. Ein paar Tomaten, die tun wir bloß so halbieren. Ein bisschen am Bacon, ein paar Frühlingszwiebeln. Da nehme ich vielleicht so 3-4 Stück und ein paar Champignons. Ja, das was übrig bleibt, werden wir dann anderweitig verwenden. Und gewürzt wird das Ganze dann, wenn es einmal in der Gusseisernen angebrutzelt ist und in der Abkühlphase sich befindet, mit dem Pizzaioli vom Klaus. Ja, also mit dem Pizzaioli werde ich mich zurückhalten, dass es nicht zu arg schmeckt nach Pizza. Und eine Mozzarella kommt dann auch noch mit rein. Okay Leute, ich werde jetzt die Zutaten alle schnippeln, gleich in die Pfanne rein und dann können wir sie auch schon einschalten und das Ganze brutzeln. Da hole ich euch wieder dazu. Ja, da haben wir jetzt unsere ganzen Zutaten. Auf einer Pizza wird ja auch alles gleichzeitig gemacht, also schmeiße ich alles gleichzeitig in die Pfanne rein. Waren jetzt so fünf Champignons in etwa, das halbe Päckle, ein paar Tomätchen und drei Frühlingszwiebeln. Mehr war das jetzt nicht. Und jetzt tun wir das Ganze erst einmal ordentlich anschmuggeln, anbraten. Anschwitzen. Vielleicht noch ein klein bisschen Öl hinzugeben. Ja, ganz genau. Das machen wir jetzt. Also, wie gesagt, ordentlich anbraten und dann kommt die nächste Kameraeinstellung gleich. So Freunde, wenn sich die Tomaten so langsam von ihrer Form verabschieden, also sprich sie werden matschig, ist ja ganz normal, die Pilze so klein geschrumpelt sind, der Bacon, ja leicht so wie gebratener Bacon aussehen soll, dann, ja, können wir unseren Herd ausschalten, dann haben wir nämlich unser Ziel hier erreicht. So, jetzt kommt der Moment mit dem Pizzaioli-Gewürz. Wobei ich gerade dazu noch sagen muss, mein Schatz hat ein bisschen geschimpft mit meiner Idee mit dem Pizzakern. Aber ich sag, wer von euch will einen normalen Hackbraten noch sehen? Kennen wir doch zur Genüge. Oder etwa nicht. So, ein klein bisschen Pizzaioli drüber, das reicht. Also es soll bloß leicht nach Pizza schmecken, der Kern. Und genau das passt ja eben zu dem mediterranen Hackbraten so gut dazu. Ist es meine persönliche Meinung? Ach Schatz, Spätzle passen überall dazu. Und aus der Brühe, was nachher dann aus der K4-Form mit rauskommt, werden wir bestimmt noch eine ordentliche Soße ziehen können. So,
Dann können wir das abkühlen lassen. Und Moment, während jetzt die Füllungsmasse, ja, die Pizzamasse sozusagen abkühlt, werden wir dahinter gehen, also einmal umdrehen und mit dem Hack anfangen. Attacke, auf geht's. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich habe jetzt schon ein bisschen hergerichtet. 2 Eier, 1 Kilo Hackfleisch gemischt, eine Zwiebel klein gehäckselt und hier habe ich noch 2 Toastbrot klein gewürfelt. Die tun wir da jetzt auch mit rein. Dann nehmen wir uns hier gleich einmal den Medikopter, hauen uns von dem eine ordentliche Ladung da rein. Und McAllister, jetzt ist er fast leer. Wirklich, wirklich fast leer. Und das Ganze verkneten wir jetzt zu einer ordentlichen Masse. Und dann probiere ich ja mal, auch wenn es jetzt Schweinehacke ist, einfach, ob genügend von dem Medikopter drin ist. Und wenn das soweit passt, Leute, dann hole ich euch wieder dazu. Also wie gesagt, wirklich eine ganze Weile kneten. Schatz hat gesagt, ich soll das Toastbrot so würfeln. Ich hätte es eigentlich ein bisschen eingeweicht und dann vermanscht, aber schauen wir mal, wie es so wird. So Freunde, ich habe jetzt die Form auch noch ein klein bisschen mit Butter eingerieben. Da hinten liegt schon der Mozzarella. Hackfleisch so in 2 Hälften geteilt. Und jetzt kommt das Hackfleisch da erstmal rein. Sagte ich eigentlich am Anfang, dass man ca. 1 Kilo Hackfleisch haben, gemischt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Machen wir uns hier gleich einmal den Rand mit. Tja, wie ausgemessen. Da kommt unsere Pizzamasse. Oh, jetzt wird die Pfanne schwer, aber wir wollen alles drin haben. Na, passt doch wunderbar. Haha, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Schatz, hast du eine Zigarre für mich? Ach so, ja. Schatz hat wahrscheinlich die Serie nie gesehen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. A-Team, Hannibal Smith. So. Halt. Wir haben unsere obere Schicht Mozzarella vergessen. Bisschen dicker geschnitten, aber funktioniert, reicht, passt, wunderbar. So, und dann verschließen wir das Ganze, Leute. Dann hoffe ich, dass jetzt die Masse auch so schön ausreicht für den Rest. Und dann ist alles gut. Also ich habe ursprünglich schon Angst gehabt, dass das viel zu viel ist. Aber ich würde sagen, das ist genau die richtige Portion. So. Deckel drauf. Und wie ich es schon gesagt hatte, dem hier. Es ist jetzt sowas von wurscht, woher die Hitze kommt. Wir stellen ihn jetzt im Backofen. Und das Ganze so bei 160 bis 180 Grad für 1,5 Stunden. Voila. Tja Leute, das war's dann erst einmal mit diesen
Werbevideos für diesen Dopfmann Fuda. Für den da, weil das war's. Also die Dose ist offen, leer, scheppert nichts mehr. Ja, und zum anderen, der hat mich eh schon überholt mit Abonnenten. Und Leute, ich weiß, dass viele der Zuschauer keine Abonnenten von mir sind. Man sieht es in der Statistik. Leute, abonniert unten Abo. Und wenn er dann noch die Glocke aktiviert, dann kriegt er jedes Video mit, was ich rausbringe. Mhm. Macht's das mal. Ich persönlich würde mich riesig drüber freuen. Aber jetzt lassen wir den Ofen sein heißes Werk tun. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. Also Leute, jetzt wirklich nicht falsch verstehen. Das soll jetzt absolut kein Kampf mit dem McAllister um Abos sein. Der hat sich's verdient. Der hat sich im Laufe der Zeit, seit er auf YouTube ist, wirklich verdammt gut entwickelt. Macht mittlerweile richtig hervorragende, geile Videos. Ja, ich muss sagen, der hat's drauf. Gebe ich ganz neidlos zu. Ja gut, so ein klitzekleines bisschen Neid ist dabei, aber er hat sich's verdient. Meine persönliche Meinung. Mhm. Und er ist ja ein guter Freund, kann man so sagen. Und er will ein Eis von mir haben. Leute, schaut euch die Eisvideos von mir an. Boah, irgendwie habe ich vorher gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber wir schauen jetzt hier mal rein. Das ist ja noch schlimmer als beim Grill. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Ich muss mal die Cam putzen schnell, die Linse. Bin ja gespannt, wie das nachher aussieht, ob ich das ins Video reinbastel oder nicht. So. Jo, jetzt sieht man wieder was. Wo ist mein Topflappen hin? Verdammt. So, dann machen wir mal auf hier und gucken rein und ja, er wird. Können wir schon noch ein bisschen. Jetzt muss ich erstmal recherchieren, wie lange der jetzt überhaupt schon drin war. So Leute, kurz zur Info. Ich habe jetzt gerade die Cam angeschlossen am PC, um zu schauen, wann die Daten, die Szenen aufgenommen wurden. Ja, der war jetzt eine Stunde bis jetzt drin. Also noch circa eine halbe Stunde, dann messe ich mal Kerntemperatur, schauen wir das Ganze an, kippt das Söschen ab. Dass Schatzi weiter basteln kann. Hilfe, da kommt der Hitze aus dem Ofen raus. So, überstellen. Dankeschön, mein Schatz. Krieg ich mal den Handschuh? Vielleicht. So, jetzt müssen wir das Ding hier bloß noch raus apparieren. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ja, wird höchste Zeit, dass der rauskommt. Willst du den auch noch haben? Hm? Der ist flexibler. Ja, den habe ich gesucht. Dankeschön. Warum ist das eigentlich immer so ein Problem, die Dinger aus der Form rauszuholen? Au, ruck! Reicht dir das für deine Soße? Was? Reicht dir das für deine Soße? Ja. Also. So. So, und das Ganze stellen wir jetzt nochmal kurz in den Backofen, einfach dass es warm bleibt. So Leute, da sind die Spätzle auch selber gemacht. Der Grundteig im Thermi und dann halt ins Wasser gehobelt und
Schatz, war wieder viel zu schnell mit der Soße. Du warst zu langsam. Aber ich kann, ich verrate euch jetzt einfach. Wir haben unser Fondant, den Sobraten, so Ding. Ja, so. Eine helle Einbrenne, eigentlich eine dunklere Einbrenne. Dann die Flüssigkeit dazu. Und dann mit Salz, Pfeffer abgeschmeckt. Und dann hinterher noch in Sprutz Sahne. Leute, da ist er, unser mediterraner Hackbraten mit Pizzakern. Verbrenne ich nicht nochmal? Ich habe mich heute schon verbrüht. Was war das jetzt? Heiß! Oh. Hot, hot, hot! So Leute, und jetzt geben wir uns hier erstmal einen richtig geilen Anschnitt davon. Das sieht gut aus, Leute. Und das werden wir jetzt dann auf dem Teller anrichten und dann gibt es eine Probierrolle. Ich weiß nicht, auf welchen du wolltest. Tede, da ist er. Oh, der sieht mal richtig lecker aus. So, und jetzt machen wir unsere Probierrolle. Ich bin ja jetzt mal richtig gespannt. Erst einmal eine Ecke so. Sehr geil. Und jetzt soll ich ein Stirk-Video im Hintergrund noch leiser machen? Ja, den will kein Mensch jetzt hören. Die Füllung. Leicht pizzamäßig. Das Ganze in der Kombo. Richtig geil. Und jetzt noch ganz akkurat selber gemachte Spätzle, die sind immer hervorragend. Den Salat brauche ich gerne probieren, das weiß ich, dass der schmeckt. Und Leute, die Soße schmeckt auch lecker. Okay, ich esse jetzt und nachher sprechen wir dann noch ein Fazit. Puh, Leute, so voll gefuttert wie jetzt bin ich selten. Was sagt uns das? Mir persönlich hat es mal richtig, richtig, richtig gut geschmeckt. Ich finde, meine persönliche Meinung, diese selber gemachten Spätzle mit der Soße haben richtig gut dazu gepasst. Auch wenn die Füllung jetzt pizzamäßig war, aber ich finde, es hat gut zusammengepasst. Also mir hat es richtig lecker geschmeckt. Meine Meinung! Also meine Nachmachempfehlung habt ihr, Schatz. Was sagst du jetzt dazu, nachdem du ja am Anfang schon die Nase gerümpft hast? Also ich hätte glaubt, zu diesem Hackbraten mit Innenleben Kartoffeln gemacht. Aber nachdem ich schon beschlossen gehabt habe, ich mache Spätzle. Genauso wie ich beschlossen hatte, dass ich den Hackbraten mit dieser Füllung mache. Hatten wir etwas Kommunikationsschwierigkeiten? Nein. Aber es war sehr gut. Ich fand es richtig stimmig. Also richtig geil. Ja. Aber es hat dir geschmeckt, der Hackbraten. Ja. Gut. Na also, Saskia. Das Mädel, was sich immer noch was in Heißnall steckt? Nee, ich fand's echt lecker. Und noch? Wir wollen mehr wissen. Das war mal was anderes. Mal was anderes. Jo,
Okay, Leute. Dann sind wir uns ja alle einig. Hasta la vista, aber gut. Ist so ähnlich. Probiert es aus, macht es nach, lasst mal einen Daumen da und schaut meine Eisvideos. Nee, das ist wirklich was Leckeres mit dem Eis. Okay, Leute. Ich bin raus. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja. Bis dann, Tschaikowski.